Servus, grüßt euch und hallo, sagt der DJ Nikos, gefreut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich muss ja eigentlich sagen, guten Morgen, guten Morgen. Ich habe mir einen Kaffee bereitgestellt. Ja, es ist noch früh am Morgen und auch der Frankie hat seinen Kaffee schon intus, allerdings, der sitzt schon brav an seinem Schreibtisch. Ich sitze eigentlich auch brav an meinem Schreibtisch, aber es ist jetzt noch morgendlich. Also, Kaffee steht bereit und jetzt habe ich mir ein bisschen hin und her überlegt, was ist der... Also, wir haben ja hoffentlich das mit diesen roten Flächen jetzt geklärt. Ne? Also die roten Flächen sind anscheinend die, die ich noch machen soll und nicht die, die ich schon gemacht haben sollte, müsste. Naja, ihr wisst schon, die ich schon gemacht. Ja, also und deswegen habe ich jetzt ein bisschen mehr überlegt. Zum Kaffee dachte man, irgendwas am Morgen. Es wird leider derzeit nichts am Morgen angeboten. Deswegen machen wir, und ich habe ja versprochen, wir fahren wieder mit dem Auto. Ich hoffe, dass wir nicht wieder auf irgendwelche unsichtbaren Gegenstände stoßen. Wir sind nochmal in Conway. Jawohl, wir gehen nochmal ins Baseballstadion. Es ist leider eine Abendstreife, aber mei. Ist ja auch wurscht. Eine interessante Abendstreife im Auto in Conway rund um das Baseballstadion. Ja, das Baseballstadion der Brighton Greenheads. Die heißen tatsächlich so. Ja, da sind wir mal gespannt. Da drüben ist das Stadion. Wir können mal rüberschauen. Die Brighton. Können Sie da bitte besonders drauf achten? Verstanden. Was hat's gesagt? Raser. Ach, Süße, ich fahre doch mit dem Auto. Wie soll ich denn da auf Raser aufpassen? Also, da drüben, das Stadion der Brighton Greenheads. Die Sonne geht gerade unter, wir fahren also in den Nachthimmel hinein. Wenn ich mal eine Sekunde nicht sage, dann nicht verzweifeln, dann nippel ich gerade an meinem Kaffeetscherl. Das muss einmal sein. So, wir drehen aber jetzt nicht lang rum. Auf geht's, Frankie. Die Schicht ist eh kurz genug. Los geht's. Los geht's und wir hoffen mal. Unfall wären wir wieder ganz nett, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Nimm einen schweren Unfall auf in Baytown. Nein, Entschuldigung, Baytown ist nicht unser Bereich, da sollen sich die Kollegen drum kümmern. Ich weiß mal wieder nicht, wie weit wir fahren dürfen. Nein, das sind wir schon. Ich glaube, die nächste müssen wir schon links, sonst ist schon gegessen, das Ganze. Und da drüben steht schon mal ein Taxi gegen den Verkehr. Interessiert uns das? Ja. Ich tue jetzt mal so, als hätte ich es nicht gesehen. Ich tue jetzt mal so, als hätte ich es nicht gesehen. Dürfen wir da überhaupt links fahren? Ja. Fahren wir da mal links. Machen wir mal Parkplatz. Aus Ordnung, wir sorgen hier für Recht und Ordnung, kullern so ein bisschen mit unseren 20 Meilen dahin und ja, nicht viel los. Wir werden leider den nächsten Stern jetzt nicht schaffen, das habe ich euch gar nicht gezeigt, weil ja, ich glaube, es fehlen nur 1000 Punkte, haben wir noch nicht geschafft. Werde ich auch wahrscheinlich diesmal nicht schaffen. Ah ja, wir können also ganz durchfahren, bis da links geht, das machen wir jetzt auch. So, wie schaut's aus? Fahren wir mal weiter. Freunde des Waldes, was ist da los? Darf ich da überhaupt 25 fahren? Wahrscheinlich bin ich wieder ich, der jetzt schnell... Ui, jetzt war ich beinahe wieder mal rumgefahren. Und? Gibt's Probleme da drum? Nicht blinken, Frank, mach die Leute nicht verrückt. Fahrst doch geradeaus, oder? Haben wir nochmal? Haben wir genug Zeit? Ja, geradeaus rum, dann links abbiegen und wir fahren hier den schönen großen Kreis. Raser. Ja, das geht zwar mit dem Auto auch. Ihr seht es wahrscheinlich immer, dass in der Mitte so ein Geschwindigkeitsmesser, aber dann muss man dem genau hinterherfahren. Und es ist halt mit der Tastatur echt scheiße schwer, die Geschwindigkeit richtig zu halten. Ich habe zwar ein Tempomat, aber dann kann ich den irgendwie nicht so richtig... So, jetzt habe ich den Tempomat eingeschaltet, also er fährt immer stärker, gerade seine 15 km/h. Aber das macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Also ein Raser aufhalten mit dem Auto, schwierig. Alles andere schon, aber Raser eher weniger. Oh, halt! Moment, was, wieso? Ah, da ist schon aus. Da ist die Welt zu Ende für Frankie. Frankie, da ist die Welt zu Ende, da darfst du nicht mehr 35 der fahren. Okay.
Ja, aber jetzt wird es eigentlich einmal Zeit. Ne? Das ist so jetzt eigentlich keine Sightseeing-Tour. Wir werden wirklich breiten, auch wenn es schon monumental ausschaut manchmal. Aber wir wollen jetzt schon irgendwie, oder? War das mal. Robert Fleisch. Ich weiß schon, bei lauter Einparken, das war jetzt schon wieder ein Riesen-Action. Aber Grab mit Fleisch habe ich den jetzt gesehen, dass der die Park auch gefällt. Und das ist, glaube ich, auch für ein Taxi nicht in Ordnung. Das dürfen nur Leute mit Behindertenkennzeichen. Jawohl. Und da nochmal. Ja, war ja klar. Wenn ich schon mal da bin, dass nichts ist. Ah, was haben wir denn dort? Coole Werbung. Cruise Control, der nächste Film im Kino. Na denn, sind wir ja bestens informiert. Cruise Control. Fünf Punkte. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Irgendwie. Da sieht man das Stadion wieder. Ich wollte nach dem Stadion jetzt fahren, okay, haben wir gesagt. Der war doch eindeutig zu laut, oder? Ich bin aber nicht über Rot gefahren, oder? Glück gehabt. Irgendwie. Wenig Action. Aber man könnte sagen, ist ja mal ganz entspannt. Aber irgendwie, ganz ehrlich, finde ich im Moment Fuski aufregender. Ja. So, mein Freund, so kannst du natürlich nicht stehen bleiben, also das geht nicht. Und im Taxi stand auch noch. Taxistand, schauen wir mal, Aufkleber drauf. Ja, hat den Aufkleber, okay. Dann was anderes, dann kriegst du es halt nur wieder am Fahrbahnrand. Eigentlich gleich zwei. Ich glaube mit Absicht. Also echt erst. Entschuldigung, Zimtstand. Okay, gut. Sollen wir hier nach oben runter? Wir könnten ja mal. Wo ist er? 35 Meilen, ich meine, das sind ja 70 km/h, das ist ja, da waren die auch mit den Amerikanischen, ich glaube 35 Meilen fahren. Ah, gut ist noch. Aber er ist nur 34 Meilen, okay. Gut, dass ich es nicht abgeschickt habe. Ja, also wenn man bei 35 Meilen schnell fährt, dann ist man ja wirklich selber schuld. Habe ich mir schon gedacht, kein Mensch fährt da schneller. Bei 35 Meilen. Und wieso fahren die da alle weg? Steht da schon wieder irgendwas Unsichtbares oder wie? Nein, nicht wirklich, weil der Verkehr steht. Na gut, dann können wir eh im Moment mit dem Auto nicht weiter. Da habe ich nämlich gerade mal gesehen. Ich bin doch wieder zu Fuß unterwegs. Ich weiß schon. Ich weiß. So, falsche Richtung. Ja. Da, wenigstens. Hier. Conway Stadium, der, was habe ich gesagt? Brighton Greenheads. Benannt nach dem irischen Einwanderer. Ja. So was weiß man, wenn man die Informationstexte liest. Obwohl ich eigentlich keine Sau interessiert. Die Rasen habe ich ja auch kein Ziel. Ah Mann, der ist doch schon schneller gefahren, ich habe ihn doch gesehen. Ah gut. Was ist denn da drüben auf einmal für ein Verkehrschaos hier? Stinger die alle. Da kann ich ja eh nicht links. Oh, Unfall gehabt. Oh, Unfall gehabt. Ich komme.
Hallo, meine Damen und Herren. Oh, mit wieder ganz vielen Leuten auf der Straße liegen und Autos, die wie die Irren hier vorbeifahren. Ja, wunderbar. Und sind es zu dritt? Nur zwei oder wie? Kann ja eigentlich gar nicht sein. So, und der kommt jetzt wahrscheinlich wieder nicht. Verletzte Person, RTW erbitten. Der kommt wahrscheinlich wieder nicht, weil da total alles Verkehr ist. So, super. Oh, und ganz viele Zeugen und überhaupt. Ja, cool. Alles da. Wunderbar. Und die Autos, boah, alles ist ja so ein richtiger, heftiger Unfall. Da kommt er. Das darf mich jetzt interessieren, wie der hierher kommt. Niemals im Leben. Ah, Entschuldigung, bin ich auf Sie draufgestellt. War Wahnsinn. Gut, dann fangen wir an mit unserer Prozedur. Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Wie okay, diese Person was ist passiert? Ist? Hören Sie mich? Das ich habe schmerzlich, aber nur leicht Glück gehabt. Okay, super. Sie aber was waren das jetzt wieder für ein Durcheinander? War er wieder. Können Sie alleine gehen? Alter, könntest du mal die Klappe Das geht. Ich gehe jetzt zum Krankenwagen. Dann rede ich erst einmal mit dir. Ist ja eigentlich wurscht. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich gebe zu, ich habe die Kontrolle über mein Auto verloren, Officer. Ja, Süße. Weißer Kaffee. Junge Dame, entspannen Sie sich ein bisschen. Das kann halt mal passieren. Führerschein und Versicherungskarte, bitte. Ja, natürlich, Officer. Ich hätte eigentlich so blöde Dinge aus dem Auto mehr holen sollen, gell? So. Oiche Pan. Okay. Dann schauen wir mal. Können Sie mich hören? Ich bin immer noch geschockt. Der hier nervt die Kamera. Der Schock wo ist denn der Versicherungsstein? Schaffen Sie es Fräulein. Allein zum Rettungswagen? Wir müssen uns das näher anschauen. Okay, Doc. Das kriege ich hin, denke ich. Fahrzeugdaten. Moment mal. Was ist denn das? Offener Haftbefehl. Keine Fahrzeugdaten. Ja, ich glaube, ich spinne. Offener Haftbefehl. Okay, bitte ganz ruhig. Sie friedlich, während ich teste, das hat die natürlich nicht mitgekriegt. Wir machen unser Programm. Und besoffen ist auch noch. Ja, sag einmal, junge Frau, das wundert mich nicht, dass Sie einen Unfall gebaut haben. Und jetzt bin ich gespannt. Und wahrscheinlich noch Drogen. Komm, jetzt sagt das Vollprogramm, damit ich nicht weiß, wegen was ich die einsperren soll. Nein, keine Drogen. Okay, gut. Wir wissen mal von nichts. Den Dingverstoß ohne Versicherung können wir gar nicht beanstanden, weil es ja gar keine Versicherung hat. So, bei Ihrem Warmer. Würden Sie mir bitte Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein zeigen? Wir wollen ja okay, die Punkte folgen. Bitte schön. Ja, aber bitte. Oh. Und? Nice Friseur. McFay Ding. Abgelaufener Fahrzeug oder beziehungsweise Führerschein oder ID-Card, man weiß es bis heute nicht genau, was es ist. Das stimmt soweit. Okay. Wir fragen den Computer. Zulassungsstatus, Ausweisstatus abgelaufen, Zulassungsstatus ungültig. Der nächste. Jetzt werden wir mal, er ist der Taxifahrer, oder? Jetzt muss ich mal schauen. Okay, es liegt kein Schild mehr. Wo liegt der Verkehr? Ah, da liegt der Ding. Aber das ist aber nicht seins. Okay, er hat gar keine. Also nicht mehr zugelassen, das Auto oder wie? Gut, dann. Jetzt pass auf, mein Freund. Erst einmal fahren. Also nein. Ja, gibt's es gibt einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Wir sammeln alle Punkte. 75 bis 150 Dollar. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Ja, weil das habe ich auch nicht gedacht, aber. Diese Person scheint wirklich traurig zu sein. Okay. So, dann, jetzt ist das mit dem abgelaufenes Kennzeichen, oder? Das weiß ich jetzt eben nicht genau. Oh Mann. Nur kein Fehler machen. Moment. Also, wir schauen mal am Computer an. Zulassungsstatus heißt, das Kennzeichen ist abgelaufen. Das probiere ich jetzt. Verstoß bestrafen. Fahrzeug, abgelaufenes Kennzeichen. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen des Kennzeichens aus. Das wird zwischen 50 und 250 Dollar kosten. So viel Geld habe ich nicht. Ja, dann hättest du dein Auto anmelden sollen. So, haben wir bei ihm schon, haben wir auch noch nicht, gell? Alles klar. Dann kommen ich die nehme Tests. Nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind.
Okay, kein Alkohol. Irgendwie geht die gelbe Linie rechts so wie. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Was ist denn da los? Muss man da so viel fotografieren? Keine Drogen? Okay, das ist soweit in Ordnung. So, dann, genau, deswegen, weil wir viel Zeugen haben. Können Sie mir sagen, was Sie gesehen haben? Ich glaube, diese Person ist betrunken. Nüchtern. Ja. Kein Mensch so. Die ist betrunken. Und was du nicht weißt? Zeigen Sie mir Ihren Ausweis bitte. Ah ja, und jetzt ist die gelbe Linie. Seht ihr? Also das mit den Zeugen ist echt wichtig. Immer wieder, das habe ich jetzt, glaube ich, sage ich schon zum 5. Mal, euer Tipp. Bishara Edel. Okay, ja, gut. Wir müssen ja die Personalien aufnehmen. Kontrollieren den Computer. Waffenschein, Führerschein, nein. Offener Haftbefehl, nein. Nein, 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 nein. Interessiert uns alles nicht. Ich habe keinen Führerschein, fahrt ja auch nicht. Okay, dann. Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Wie diese Person. Ich habe alle Zeugen gefahren. Das sah gefährlich aus. Ja, ja, wir wissen mittlerweile. Sie ist der Bösewicht des Ganzen. Würden Sie mir bitte Ihren Ausweis zeigen? Ja, Officer. Bitteschön. So. Bitte schon gut, dass die nicht vorlaufen. Shinzo Frazier. 922 Ausweis abgelaufen. Gut. Gibt es eine Strafe dafür? Trinken in der Öffentlichkeit. PA abgelaufen. Ich werde Sie nun mit einem Bußgeld zwischen 75 und 100 Dollar wegen Mitführens eines abgelaufenen Ausweises belegen. Warum ist das so teuer? Der Bus mit den Behörden. Die klingt wirklich wütend. Ja, das ist mir wurscht. Gibt es noch irgendwas? So, jetzt machen wir erst einmal die Foto. Den Typen, den behalte ich noch im Auge. Weiß ich nicht. Mit dem habe ich noch irgendwie. Da, Kamera ausrüsten. Alles. Oh, wie die. Schaut mal. Zack. Zack. Aha, und die gelbe Linie springt förmlich nach oben. So. So, könnt ihr mal ganz kurz. Hey. Spätzl. Polizei im Einsatz, glaube ich, hängen. Oh, das haben wir schon alles. Irgendwas fehlt noch. Ah. Jawohl, wir haben's. Sehr schön. Okay. Gut. Dann interessiert mich der Typ da am Rand jetzt auch nicht. So. Das war jetzt alles, oder? Bitte nehmen Sie Ihren Unfallbericht. Ein umfassender Bericht wird sehr hilfreich sein. Danke, Officer. Ja, sehr hilfreich, wenn du jetzt viele Jahre in den Knast wanderst. Offener Haftbefehl war das, gell? Sie sind festgenommen, dagegen Sie ein offener Haftbefehl vorliegt. Bitte kooperieren und Sie wegen Trunkenheit im Steuer. Und bitte, tun Sie das nicht. Doch, das mache ich jetzt eben schon. Schwing die auf den Gehweg. Red nicht. So. Der war soweit okay. Bitte nehmen Sie Ihren Unfallbericht. Oh, wow. Der ist wirklich ausführlich. Schon, oder? Schaukstücke. Und dann kannst du fahren. Das war's. Sie können fahren. Einen schönen Tag noch. Ich bin so gespannt jetzt. So, dann müssen wir natürlich alles abschleppen lassen. Und dann kann ich mehr fahren. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Also ihr habt gesagt, ich muss zuerst den Unfallbericht übergeben und dann die Autos abschleppen lassen. Okay, werde ich mal merken. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Was eigentlich logisch ist. Schicken das Auto abschleppen macht man an meine ganz aktuelle am Schluss. Position. Klar, ein Abschlepper ist schon unterwegs zu Ihrem Standort. Alles klar, hier geht überhaupt nichts mehr vorwärts, weil die ganze alles steht und also muss uns nicht interessieren. Okay, haben wir das. Und jetzt kommt ja das Beste an der ganzen Sache. Ich werde Sie zum Polizeifahrzeug begleiten. Da kommen schon zwei Abschlepper hintereinander. Ist das nicht cool? Schaut euch das an. Sau gut. Hier im Schatten des Baseballstadions. Super. Da bin ich jetzt gespannt. Na gut. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, weil wir müssen jetzt eh schauen, dass sich der Verkehr ein bisschen auflöst. So. Vorsichtig bitte. Ne, den Kopf anhauen. Alles klar, bleiben Sie ruhig. Ich begleite Sie nun in das Fahrzeug. Genau, bleiben Sie ruhig. Ist ja geil. Voll beruhigend. Bleiben Sie ruhig.
So. Ja, ich habe sowieso keine Ahnung, wie wir da jetzt rauskommen sollen. Mist, das kostet jetzt wieder wahnsinnig viel Zeit. Ich will jetzt nicht schon wieder so eine Gehwegaktion machen. Aber wahrscheinlich wird uns jetzt gar nichts anderes übrig, als jetzt wie weit die da hinten schon stehen. Aber wenn der den jetzt mitgenommen hat, wird es hoffentlich ein bisschen besser. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird. Haha, souverän. So, Achtung. Nein, jetzt bin ich dem hinten drauf. Ach Mann, echt. Habe ich Minuspunkte gekriegt? Noch nicht. Okay, aber er raucht mir Zau. Ja, dann nehmen wir einfach einen anderen. Da ist doch die... Ja, ja, also hier muss ja... Wenigstens kann man sich ganz gut orientieren hier bei dem Baseballstadion. Da ist doch hier die Polizeidienststelle. Oh Mann, jetzt bin ich die draufgefahren. Wollen wir die Unfallstelle des Streifenwagens... Ach so. Okay, aber ich kann ja fahren. Okay, da bin ich jetzt gespannt. Unfall, Entschuldigung. Oh, das ist ja cool. Das habe ich ja noch nie gesehen. Brightons Polizei wird sich um den Unfall kümmern. Bitte entschuldigen Sie die Umstände. Bitte zeigen Sie mir Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein. Ja, Officer, bitteschön. Ach, das kontrolliert er. Bitte begeben Sie sich zum nächstgelegenen Revier, um Ihren Fall einzureichen. Die Polizei von Brighton kümmert sich um den Rest. Im Ernst? Das ist nur ein leerer Bericht. Ja, was hätte ich sonst machen sollen? Alles klar, Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. Alter, habe ich echt noch was dazu gelernt. Das habe ich ja noch nie gesehen. Also man kann sie... Aber fährt sie jetzt mit dem Auto? Nein, sie fährt nicht mehr. Also... Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ach du meine Güte. Das ist ja spannend. Also, habe ich das schon mal gemacht? Kommt mir jetzt überhaupt nicht bekannt vor. Der entschuldigt sich dann im Namen der Polizei. Das ist ja lässig. Okay, aber was hätte ich jetzt anders machen sollen? Leerer Bericht? Ja, wie hätte ich da jetzt einen Bericht aufnehmen sollen? Keine Ahnung. Wenn ihr das wisst, bitte sofort Nachricht. Wäre super. Das wird auf alle Fälle Minuspunkte geben. Aber ich hoffe mal, dass jetzt das ganze Action hier... Gott, das hat ja fast die ganze Schicht gedauert jetzt. Vielleicht machen wir mal so eine Sondersendung. Was meint ihr, so eine Spezialsendung, wo wir mal eine Stunde oder eineinhalb Stunden oder zwei Stunden vielleicht... Naja, zwei Stunden ist ein bisschen lang, aber eine Stunde mal oder eineinhalb Stunden. Sie kommen jetzt war doch mal super, das macht doch bestimmt Spaß. Dann kann man das echt ganz entspannt machen. Und dann so richtig. Und dann auch nur laufen, wenn es unbedingt sein muss und so. Also so richtig halt. Und, hast du was zum Sagen dahin? Nein. Bleiben Sie vorerst. So, jetzt bin ich, ja, hat die Punkte schon 85. Ja, ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, 85. Wir haben schon 15 Minuspunkte gekriegt. Für den Unfall. Aber zumindest, glaube ich, haben wir es ein bisschen rausgetaucht, weil ich glaube, man kriegt sogar viel mehr. 331 Punkte. Super. Ja. Das war doch schon mal was. Sehr schön. Und jetzt ist die Schicht auch gleich wieder aus. Naja, macht ja nichts. Machst du? Echt jetzt? Ohne Schmarrn oder wie? Na gut. Fahren wir trotzdem noch mal eine Runde? Naja. Wir haben Autoschicht, also fahren wir mit dem Auto und nehmen den nächsten.
Der ist ja kaputt. Können wir noch einen kaputt fahren? Der ist schon cool, irgendwie, der große SUV. Wir hätten eigentlich Melde raus mit der Radarpistole. Ja, aber das ist ja langweilig. Also sei mir nicht böse, ich bin ja mit dem Auto unterwegs. Da drum steht doch einer auf Ding, okay. Ja, die Geschichte ist jetzt gleich vorbei. Dann machen wir das jetzt anders. Aber Mann. Also, es ist echt, vergeht immer wahnsinnig schnell. Findest du? Es ist schon fast eine halbe Stunde vergangen. Jetzt, da nimmt man mal einen Unfall auf. So. Jetzt hätte man beinahe dir weggefahren, da kann ich aber nichts dafür. So. Aber Moment, hat kein Moment, hat aber kein Behindertenzeichen. Nein. Ja, und die Schicht ist auch schwierig. Es ist ein Wahnsinn. Das ist ja ein Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Also seid mal nicht böse. So, das nehmen wir aber natürlich noch mit. Ja, mei, 10 Punkte. Okay, gut. Er hatte eben wirklich diesen Lerneffekt mit dem eigenen Unfall. Echt interessant. Naja, cool. Okay. Habe ich jetzt die 15 Minuspunkte in Kauf genommen? Ja, viele Punkte waren es jetzt nicht, 356. Ein bisschen mehr werden es jetzt noch werden, aber okay. Naja. 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 Okay. Gut. Becky, mach Schluss für heute. Wir müssen, ich glaube, mal eine Stunde machen. Bitte ab. Brav. Als Streifenpolizist ist man immer im Dienst. Das stimmt. Das werde ich mir zu Herzen. So, gut, dann schauen wir mal nach. Das muss ich mir jetzt schon genauer anschauen. Das schaue ich mir zu genauer an. Anmelden. Ja, ist ja nicht viel, aber minus 15 Einsätze. Was sagt er da? Die Spieler verursachten Unfall. Das Schmerz, das war genau diese. Oh Mann. Ah. Ärgerlich. Aber sonst? Regelmäßig, rechtmäßig, mit Zeugen befragen, nützliche Informationen erhalten, Zeuge befragt, Ausweiskontrolle, erfasstes Beweismaterial, sehr schön. Erfasstes Beweismaterial sind wahrscheinlich die Fotos. Unfallbericht ausgegeben. Anlegen von Handschellen, rechtmäßig, Verbrecher begleitet. Moment, das ist interessant. Also, Verbrecher begleitet 15, verhaftete Person ins Fahrzeug setzen, Nummer 15 sind 30 und in Gewahrsam nehmen Bahnnummer 45, also 75 Punkte haben wir allein dafür bekommen, dass wir die Dame ins Polizeirevier gebracht haben. Nicht schlecht. Und wenn man es dann wie beim vorletzten Mal 2 hat, dann ist es doppelt so viel. Cool. Naja, gut, okay. Ja, das schmerzt. Also, wir haben 356 Punkte, minus 15 Punkte. Das heißt auch, wir haben minus 25 Punkte bekommen für die Strafe. 71 Solo-Bonus macht zusammen 402 Punkte, 903 Punkte in Downtown. Hui, da brauchen wir noch 700 Punkte, summa summarum ungefähr 700 Punkte für die nächsten. Das werden nochmal 2 Schichten werden. Ja. Hm. Okay, gut. Das war's soweit. Die Woche ist zu Ende. Und jetzt sehe ich da oben schon wieder ganz schön viele rote Felder. Wollen wir vielleicht nächstes Mal nochmal nach Melting Point gehen? Könnt auch ihr was dazu sagen, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, suche ich es natürlich selber aus, ist ja völlig klar. Ansonsten, die neue Woche bricht an bei der nächsten Schicht. Danke fürs Zuschauen und ja, jetzt trinke ich den Rest von meinem Kaffee. Ist ja schon kalt. Naja, gut. Ich freue mich, wenn ihr immer wieder dabei seid. Und es kommen bald neue Projekte jetzt auf Kanal 4000. Und ich hoffe auch, dass ihr bei Kanal 4000 Classics mal vorbeischaut. Bis zum nächsten Mal, sagt der DJ Nick. Servus, pfiat euch.